Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich freue mich, dass die polnische Ratspräsidentschaft ihre Präsidentschaft so erfolgreich abschließen konnte. Ich glaube, wenn Sie fraktionsübergreifend so viel Lob bekommen für eine Präsidentschaft wie ich, ähnlich wie der Kollege Schulz, das in 15 Präsidentschaften, bei denen ich auch das Glück hatte, sie zu erleben, noch nicht gehört habe, dann ist klar, dass das P in Polen für professionell steht. Wir danken Ihnen für die Arbeit, die Sie in dem Bereich geleistet haben. Leider ist vieles von dem, was Sie geleistet haben als Präsidentschaft, überschattet gewesen von der allgemeinen Aufmerksamkeit der Eurokrise und der Schuldenkrise in Europa. Sie haben aber etwas Wesentliches gemacht, was bis jetzt noch nicht benannt worden ist. In den Vorbereitungen zum mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union haben Sie als Präsidentschaft erstmalig in einem sehr frühen Stadium das Europäische Parlament einbezogen. Ich hatte die Freude, eine Delegation des Europäischen Parlaments in Sopot zu leiten. Und wir sind als Parlament frühzeitig in einem Stadium wie noch nie zuvor in diese Diskussionen eingebunden worden. Das ist für uns wichtig. Wir hoffen, dass es auch zukünftig so geschehen wird. Im Bereich der Innen- und Justizpolitik, in denen ich auch seit Jahren arbeite, haben Sie wesentliche Erfolge in der Bekämpfung des Kindesmissbrauches und anderen Bereichen erledigt. Man kann sagen, dass Sie Ihre Präsidentschaft mit einer Bilanz abschließen, von der ich mir wünschen würde, dass andere europäische Staaten und Unternehmen ähnlich erfolgreich agieren würden. Ich danke Ihnen und freue mich auf weitere Zusammenarbeit in anderen Rahmen im Rat. Herzlichen Dank. Thank you very much.